met in a club because we were the first kind of ravers in Grenoble. And we went to our first rave party together, and we started making music together in a way by accident, because someone asked me for a track and I didn't know how to make music, and he was the only one I knew had machines. That's how it goes. Listen to me skidding on the hacker's new direction. Driving a car or three or three, giving a piece of a life and energy somewhere in the universe. Grenoble. I do the track, more or less, and then I called Carol and I said, I've got something, maybe you can come over and let's try something. And then we choose the track we prefer, she writes some lyrics, and that's it, more or less. Most of the time we record the track in one take. Every night with my star friends, we eat caviar and drink champagne, sniffing in the VIP area. We talk about Frank Sinatra. We don't work with high tech, and even the first EP and Frank Sinatra was recorded with my headphones. We had no microphone, so I was singing in my headphones. This is a good example for this this low tech attitude we like. In fact, he called me and he said, let's do something for my next album. And I was not sure it will happen. I had dinner with Roman from Sensorama and also people from Ladomat Records. And Charlotte from Ladomat, she said, oh, if you work with Sven, you have to do Je t'aime moi non plus. And I was like, what are you saying? Like, I will never do that. And then Sven called me and said, yeah, we have to make an appointment in 2 weeks in the studio with Sensorama to make the cover of Serge Gainsbourg and Jane Birkin. So I had to teach Sven how to sing in French in a phonetic way. And I said, the condition is that you have to bring me a lot of champagne and I have to get drunk to be able to do this. Red lights on highway. I love to drive at night. Me and my car, we are one. On the engine's vibe. I think now I have to take a rest and take time for myself. Of course, there is many, many people I would like to work with, but I think I have to calm down and really take care of my choices in the future. That's the point. That's the weak point of the games nowadays, because in the 80s, the games had soul. We'll be right back.
just can't get enough. Déjà vu, as we were in 82. Jetzt bei Electronic Beats neben mir der Oliver Wüst, Produktspezialist für die Software namens Reason, TSI Sinzig. Sage ich dann nur, erklär doch mal unseren Zuschauern, was Reason eigentlich für eine Software ist. Ja, das kann man in ein paar Worten eigentlich relativ fix sagen. Und zwar ist Reason nichts weiter als die komplette Nachbausoftware der bisher bekannten, aus alten Zeiten bekannten analogen Technik, die es aber auch geschafft hat, wirklich alle Funktionen umzusetzen, so dass man es benutzen kann. Reason ist also erstmalig dazu bereit, im Vergleich zu allen oder vielen anderen Geschichten, die es softwaremäßig auf dem Markt gibt, wirklich Produktionen komplett von A bis Z zu fahren, so wie ich sie mit einem Hardware-Studio, wie man das hier so unschwer erkennen kann, viel Kabelwust drumherum, normalerweise durchzieht. Ich habe wirklich alles komplett auf einem Rechner und kann auch alles machen. Es gibt im Grunde vier verschiedene Instrumente, die man hier erzeugen kann, nämlich einmal den Loop Player, diesen Dr. Rex, der eine Art verkappter Sampler ist, dann den Sampler selber und dann noch einen Synthesizer. Jetzt habe ich hier in diesem Dr. Rex verschiedene Möglichkeiten, diesen Drum Loop zu bearbeiten. Mit Filter, Füllkurve. Was für einen Computer braucht man da eigentlich für das Programm? Also es ist laut Bedienungsanleitung so, dass das Ding mit einem 233er Pentium schon läuft. Das ist auch so, ich habe es getestet. Es läuft natürlich jetzt nicht so super prima, aber man kriegt da schon so ein paar Sachen hin. Wenn man allerdings ein 400er Pentium oder AMD beispielsweise hat, dann lässt sich damit schon sehr, sehr gut arbeiten und man hat keine Probleme mehr, was die Performance anbelangt. Der Sampler hat zwei Möglichkeiten von Dingen, die man da reinladen kann. Man kann einmal fertige Programme reinladen. Das sind zum Beispiel verschiedene Sounds, die auf verschiedene Bereiche der Tastatur verteilt worden sind. Oder auch nur ein Sound, der in irgendeiner Form hier mit verschiedenen Parametereinstellungen verbunden ist. Oder ihr könnt einzelne Samples einladen. Also kann man komplette Produktion, Musikproduktion nur mit Reason machen, das ist gar kein Problem und ist auch qualitativ absolut gleichwertig mit, wenn man jetzt ein ganzes Studio mit Analoggeräten und was weiß ich hat. Man sollte ein geduldiger Mensch sein, man kann nicht erwarten, dass die Software einem die Arbeit abnimmt, aber wenn der Mix stimmt, das ist immer das A und O. Digitalisiert wird am Ende auch die fette Studioproduktion von Madonna, das wird runterkonvertiert auf eine CD und am Ende ist es 44,1 Samplerate und 16-Bit und das ist auch dasselbe, was Reason ausgibt. Wenn ich den Mix entsprechend mache, das Panning, wenn die Stimmen in der Mitte sitzen, dann kann ich mit Reason diese Effekte erzielen, gar kein Thema. Ein weiteres Instrument bei Reason ist der Drum Computer. Drum Computer
im Sinne eines Lauflicht-Step-Sequencers, wie es die Dinger früher mal gab. Also richtig so ein Ding zum Spaß haben. Das hier unten ist der Sequencer, wie ihr das vermutlich von Logic oder Cubase her so kennt. Kann eigentlich alles, was Logic und Cubase auch können. Was wichtig ist, hat natürlich nicht so viel komfortable Editiermöglichkeiten. In manchen Bereichen, in anderen Bereichen hat es sogar mehr Editiermöglichkeiten, weil ja gar nicht über MIDI kommuniziert werden muss. Von daher einige Automationsparameter wesentlich einfacher zu steuern sind. Meinst du, dass die ganzen Hardware-Geräte jetzt irgendwie in den nächsten 20 Jahren ganz verschwinden und alle nur noch jetzt mit Software Mucke machen, oder? Ah, das ist so die Frage. Die stellt man sich häufig, wenn man in der Branche unterwegs ist und sich mit Leuten unterhält, dann wird schon mal ein bisschen philosophiert. Es ist schon so, dass gewisse Hardware-Sachen natürlich noch ihren Vorteil haben. Ich sehe den Vorteil da aber rein in analoger Technik, weil wenn man sich eine Hardware kauft wie ein Sampler oder ein Synthesizer, der ist innen drin auch nichts, oder da ist innen drin auch nichts anderes als ein Chip, der auf digitaler Ebene programmiert wurde und funktioniert. Da ist das Ganze halt nur in einem externen Gehäuse nochmal drin, und hier ist halt das Gehäuse der Computer, und Reason ist das Programm, was den Chip dazu bringt, das und das zu machen. Letztlich macht das definitiv keinen wirklichen Unterschied. Wenn man ein analoges Gerät hat, gut, das klingt ein bisschen authentischer, warm, das rauscht schon mal, das knackst schon mal, und das will jemand sich behalten, weil er einfach Liebhaber Werte darin sieht, aber wenn man von digitalen Geräten ausgeht, würde ich fast behaupten, die Sache könnte aussterben. Ja? Definitiv, also auf lange Sicht ja. Infinity.
Electronic Beats.